Hallo und willkommen zurück zu Rune Factory Frontier. Ich bin Ustra und die Kinder stopfen gerade an. Hier, Marco und die liebe Candy. Guten Morgen. Hey, auf dem Weg zum See gibt es einen Eingang, der zu einigen Ruinen führt. Auf dem Weg zum See, echt? Ich würde zu gern dort hinuntergehen. Er meint wohl die grünen Ruinen, hoffe ich. Hast du gewusst, angeblich gibt es hinter der Kirche einen Weg, der zu Taos Haus führt? Er gehört zu meinen Geheimwegen und ich vertraue es nur dir an. Verrat das bloß niemanden. Das ist eine Abmachung zwischen Männern. Okay. Moin, Candy. Für mich unterhalten. Hi. Oh, was ist das, Candy? Das ist eine Puppe. Schwesterchen hat sie mir zu meinem Geburtstag angefertigt. Oh, dann stammt sie also von Cinnamon. Niedlich, aber sie sieht irgendwie seltsam aus. Fast beängstigend, könnte man sagen. Hahaha, vielleicht, aber keine Ahnung, was das für eine Puppe ist. Trotzdem ist sie mein Schatz. Oh, das ist aber süß. Ich weiß nicht, ob sie die dabei hat. Ich möchte dich gerne zu Hause besuchen. Ah, Candy. Hast du gewusst, angeblich gibt es in der Kirche einen Geheimweg. Okay, das ist nur für Männer. Das hast du mir schon zweimal gesagt. Sich wiederholen ist nicht sehr männlich. Aber das mache ich auch ständig. Wir haben das, wir haben das. Nolan haben wir noch nicht gesehen. Wir haben wieder zwei Energy Drinks. Das ist gut. Die werden wir nämlich nötig haben. Wenn wir bald weitere Ruinen durchkundschaften. Wo wollte ich hin? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht nach Lara, eventuell aber auch erstmal nach Hause und dort ein bisschen weiter Grünzeug abzuernten. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Weil ja mein Feld so eklig ist. Ih, sagt man auch in der Kommentarsektion. Bah, wie sieht das denn aus? Heißt es dort. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich meine, das Unkraut blüht doch. Was hat man denn? So, weg damit. Stimmt schon. Ist schon eklig. Macht man ja zu Hause auch im Vorgarten oder am Balkon, im Blumenkasten. Damit es nicht aussieht wie Rübenmeier. Aber... So. Danach können wir noch ein schönes, erholsames, ruhiges, schnuckeliges, heißes oder vielleicht auch kaltes Bad nehmen. Eventuell auch lecker. So, müssen wir eben hier gucken, wie wir hier den Schneidmeister machen. Mein Gott, ich bin echt extrem lange dabei, hier das Unkraut wegzuwerfen. Wie kommt das eigentlich wieder, in welchen Abständen? Wenn ich jetzt morgen, also die nächste Folge mache, für die Wochenendfolge, und hier ist wieder alles voller Unkraut. Da könnt ihr sicher sein, das war das letzte Mal, dass ich Unkraut wegmache. Weil das gibt's nicht. Das kann ich nie machen. Das sieht dann aus, als würde ich nur noch hier am Unkraut vernichten. Und das ist nicht so, ist nicht mein Style, weißt du? Das passt nicht so zu mir. Ich bin lieber der rebellische, scheißegal, Unkraut auf meinem Feld, Ustra. So. Auch, dass ich da das weggesäbelt habe von meiner schönen Rasenfläche. Auch nicht das Gelbe vom Ei, wenn man mal so ganz ehrlich ist. Ach, Rosetta ist da. Good evening. Moin, Rosetta. Oder guten Abend. Ich bin hier, um die Sachen für heute abzuholen. Mal sehen. Du klaust mir wieder die Erdbeeren. Steck die wieder zurück. Oh, Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren. Die werden bezahlt, Rosetta. Ich habe die nachgezählt. Das sind genau 35.058 Millionen Stück. Mal 43. So. Das hätte ich auch gerne die Kohle für. Wenn es geht. Es ist eine unglaublich große Zahl, die mir unglaublichen Respekt verschafft. So. Mal gucken. So. Und dann drehen. Ach, das ist eine nicht das Unkraut aufheben. Eine schreckliche Odyssee ist das hier. Na, jetzt hebt doch nicht das nächste Stück Unkraut auf. Wir hatten es doch gerade überwunden. Naja. Sammelleidenschaft, auch bei Unkraut. So, ja, hau wieder ab, Rosetta. Tschüss. Und die nächste Mal werden die Erdbeeren bezahlt. Damit. So, jetzt habe ich aber alles Unkraut wegvernichtet. Wer jetzt noch was zu... Ach Mann, und die Hälfte aufgehoben.
Für schlechte Tage. Falls ich einen schlechten Tag habe, kann ich wieder Unkraut hier hinsetzen. Naja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus bis jetzt. Und hat nur meine ganze RP gefressen. Ist doch was. Sagt man auch. Im Fachjargon. Ich habe nichts mehr zu trinken in meinem Glas, das ist schlecht. Oh, Durststrecke. Versuchen wir gleich nochmal in die Lava oder in die grünen Ruinen zu gehen vielleicht. Ach, jetzt gibt es so viele Sachen, die ich noch machen möchte und sehen möchte. Aber ich glaube, diese Folge... Weiß ich nicht, ob das alles noch schaffen werde, weil es wird sonst auch sehr... Ach, hallo Lara, ist schön, hi. Good evening. Guten Abend. Bitte achte drauf, dass du dich nicht überarbeitest. Ja. Was auch immer. Möchtest du ein bisschen Erdbeermarmelade haben? Oder Schoki? Möchtest du Schoki haben? Lara ist, glaube ich, so eher der Schoki-Typ. Schoki für dich. Thank you. Wow. Thank you. Kotz. Moin, Kano. Good evening. Hi. Es ist so warm. In dieser Jahreszeit wäre Erdbeerkuchen genau das Richtige. Good evening. Guten Abend. Welcome. Ich möchte ein Bad nehmen, bevor das Ganze hier zugrunde geht. Ich weiß nicht, ob man später hier reinkommen kann und dann sozusagen beobachten kann, mehr oder weniger, dass auch Melody hier drin sitzt und was erzählt. Das ist jetzt mit den beiden Schwestern. Das haben wir auch tausendmal gehört. Was habe ich eigentlich für eine geile Badehose an mit so geilen Hüfthaltern? Jetzt stell dich nicht immer so an. Diese Unterhaltung, die sind 6 Jahre auseinander. Was ist daran in irgendeiner Form komisch? Und was heißt, du siehst immer noch so aus? Ich meine, naja. Also wenn es um die um den Cup-Size, um die Körbchengröße geht, dann bin ich mir sicher, dass du ein wenig enttäuscht bist. Vielleicht, man weiß es ja nicht. Vielleicht liegt es aber auch nur an dem Oberteil. Man müsste das genauer untersuchen als Schnipsen-Abchecker. Aber da fange ich wieder an zu sabbern und zu schwitzen. Lassen wir besser. Okay, wir machen noch Reis, wir gehen noch kochen allgemein und dann können wir vielleicht noch in irgendeinen Dungeon gehen. Mir wäre es ja eigentlich lieb, wieder in die Lava-Ruinen zu flitzen. Aber da weiß ich immer nicht, ob das so in Ordnung ist. Erstmal gucken wir jetzt, dass wir kochen. Kochen war das Stichwort. Wir machen Reis. Dann, das vergesse ich immer, für die liebe Selfie. Da können wir... Das ist, glaube ich, egal, welche Stufe das hat. Wir machen jetzt mal eine Einheitsstufe. So, 2 Stück. Das ist okay. Was haben wir noch so? Wir können immer noch Marmelade machen. Level 1er Marmelade. Oder Level 2er vielleicht auch. Ah, Level 2 ist die sogar schon. Wir haben alten Metall. Schön. Und wir haben Monsterhaut. Auch toll. Wir gucken mal, was wir daraus machen können. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, irgendwas Netteres zu machen. Außer die blöde... Irgendwas muss doch gehen hier. Und wir haben den Ledergürtel. Der macht die Magie niedriger, aber Verteidigung und Angriff 1 plus. Und hat 15... mehr Leben. Okay, vielleicht ist das interessant. Das ist Rumpf. Ja, der ist besser als der. Den könnte man machen. Den Ledergürtel. Entschuldigung, Corsage nicht. Nein, das ist auch nichts unbedingt für Männer. Monsterhaut und Eisen. Haben wir das beides? Haben wir beides. Sehr schön. Und Magie ist nicht so wichtig für uns. Hast versagt. Was mit Versagen? Das ist doch nicht versagt, wenn man das daneben haut. Das hört sich immer so negativ an. Ich wollte in den grünen Bereich treffen. Aber ich glaube, das kann ich knicken. So, gib mir den Ledergürtel. So, das ist viel schützender, 2 Gürtel übereinander zu tragen. An alle Mädels da draußen. Oder an überhaupt jeden, der sich schützen will, vielleicht vor Kälte oder so. 2 Gürtel auf jeden Fall besser, als auch irgendwas oben zu tragen als Schutz. Das haben wir beide schon. Was weiß ich schon. Altmetall interessiert keine Sau. Gut. Fisch könnte ich auch nochmal kochen irgendwann. Ich könnte auch heftigeren Fisch holen in der grünen Ruine. Ich guck mal, ob ich da schon angeln kann. Das ist eine gute Idee. Und dann gehen wir irgendwie rückwärts hoch. Wir gehen direkt ins 4. Geschoss. Und angeln uns dann von unten nach oben. Oder kämpfen uns, besser gesagt.
Wir haben ja alle Möglichkeiten offen in der grünen Ruine. Auch wenn ich nicht mehr weiß, wie viele Erfahrungspunkte es hier genau gibt. Es scheint irgendwo hinzuführen. Berühren. So. Das führt nämlich da unten. Und hier gibt es auch nur rotes Kraut. Ist natürlich blöd. Die nehmen wir mit. Auch eine Bambussprotte. Na dann bin ich ja glücklich. Hier komme ich irgendwie nicht lang. Aber ich weiß, dass man hier angeln kann. Ich hoffe, das funktioniert. Skill up. Ja, ganz normales Angeln wie überall sonst auch. Lampentintenfisch. Das ist nun meins. Gibt es sonst noch was? Was ich lecker angeln kann? Lampentintenfisch. Auch dieser ist nun meiner. Irgendwie habe ich das Gefühl, das waren dieselben. Okay. Dann mal wieder auf nach oben. Heute, Kinder, wird es was geben mit dem Schwert auf dein Gesicht. Ich hoffe, es gibt noch ein bisschen Training, ein bisschen Mut. Oh, was ist das? Kleber. Oh, sieht man auch nicht alle Tage. Vorsicht, heiß und fettig. Wow. Das scheint Gegengift zu sein. Ne, das ist Gift? Naja, gut, okay. Vielleicht braucht man sowas auch manchmal. Vogelfeder, da unten kann man in die Mitte reingucken. Wo den bösen Bossi-Monster ist. Au. Ach, ich bin vergiftet. Nein! Nein, wieso? Ich könnte mich jetzt entgiften lassen. Ich glaube, das mache ich auch mal eben. Schluck weg das Zeug. Runter damit. Nur die Hatten kommen in den Garten. Vielleicht finde ich noch was Interessantes auf meinem Weg durch die grüne Ruine. Oder auch nicht. Wow, das hackt die ganz schön heftig. Heftig zagen? Würde ich mal sagen, ist geglückt. Kann ich das hier weghauen in irgendeiner Form? Nein. Nein. Es macht nur Klimps. Klimps hört sich nicht so aus, als ob das richtig wäre. Nehmen wir wieder ein Schwert. Entschuldigung. Bitte weg mit euch. Blödes Viech. Vorsicht. Ich muss hier einmal durch. Ungefragt. Und ich störe leider eure friedfertige Art. Ihr müsst euch ja, ach du Heilige. Ihr müsst euch auch nicht unbedingt verteidigen. Ich glaube, ich gehe erstmal wieder aus der Dings hier raus. So, und würde sagen, ich beende die Folge hier schon mal. Auch wenn es eine kürzere Folge ist, ja, ich weiß. Aber ich habe sonst nichts mehr so zu tun. Und am Wochenende gibt es dann wieder längere Folgen. Aber wir haben in der letzten Folge schon so viel geschafft. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten wieder hier bei Rune Factory. Wenn dir das gefallen hat, lass einen Daumen da und Tipps immer her damit. Die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Bis zum nächsten Mal.